Haben die mich schon gesehen? Noch nicht. Jetzt haben sie mich. Egal. Keine Chance. Keine Chance. Fuck. Keine Chance. Das war gerade die Ladezeit. Zieht euch das mal rein. Wie schnell das geht auf einmal. Viel besser. Ich habe das Gefühl, die Performance läuft gerade 1000-mal flüssiger. Ach, hier, es gab nur Probleme mit der Performance und so weiter und so fort. Auch allen, die es jetzt auf YouTube sehen, das tut mir wirklich leid. Echt zum Kotzen gerade ein bisschen alles. Eine Wölfin und ihr Kind. Tut mir leid. Komm schon. Oh Gott, ist... Oh mein Gott, ist der süß. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Guck mal an, dieser... Oh Gott, habt ihr gesehen, wie süß der aussah? Nicht hingucken, Alex, nicht hingucken. Ich brauche das Pelz. Es tut mir leid. Es tut mir noch leid. So. Faye, sag nix. Sag bitte nichts. Ich fühle mich schon schlecht. Ah, verdammt, die Performance ist 1000-mal besser gerade. Gehen wir auch mal in die Höhle, oder? So. Die Ladezeit, Alter! What the fuck? Habt ihr das gemerkt? Auf einmal hier Boom! Jetzt läuft so, wie es laufen soll. Nice! Und auch hier drin alles 1000-mal flüssiger. Oh, schon habe ich wieder Spaß. Jetzt geht's endlich wieder los. Level up! Perfekt! Oh, okay. Ja, ich streame viermal die Woche Langweiler. Und heute ist das der schlimmste Stream bisher vom Start her, den ich je hatte. Würdest du... Hast du Lust, wieder Metal Gear zu spielen? Ja, mega Lust. Nur momentan ist mein Kanal so voll. Ganz simpel. Würdest du dir ein Elder Scrolls in der Zeit der Dwemer und Schneeelfen wünschen? Die Dwemer, ja. Ich weiß nur nicht, wie viel da so generell los war. Gute Frage. Ich finde eher geil, wenn bei Elder Scrolls 6 so wäre, die Dwemer kommen komplett zurück durch ein Zeitraumkontinuum, weil die irgendwas entwickelt haben, bla, und auf einmal die Zeit ändern, mit einer alternative Timeline oder so. Das nennt man eine Falle. Bin ich da auf was raufgetreten? Tatsache. Zum Glück bin ich nicht weitergelaufen, hä? Hä? Glück gehabt. Schickes Outfit. Den Lockpick nehme ich mit und die Potion auch, genau. Lockpick und eine Tomate hat er bei sich. Das ist ja der bestausgerüstete Bandit aller Zeiten. Ist doch ganz schön was wert, ja doch. Was sagst du zum neuen Deus Ex und wann spielst du Invisible War? Oh Gott, heute kommen die Fragen. Ja, wirklich reingeschossen wie sonst. Reingeschossen wie sonst was. Entschuldigung, nicht reingeschissen. Halt, da kommt ein Falmer. Ich wollte gerade aufleveln, aber das kann ich auch im Kampf machen, stimmt ja. Er ist ein Bogenschütze und bestimmt besser als ich. Ausgewichen, Pennerchen. Boah, ich sehe ihn gar nicht. Auf ihn! Oh mein... Das war ein Schuss. Oh mein Gott. Das war ein einziger Schuss. Warte mal, ich glaube, das Spiel ist wieder auf Legendary. Warte mal, ist das Spiel wieder auf Legendary beim Neuladen quasi? Das kann sein. Moment mal. Nee, Master, okay. Da liegt's nicht. Ach du Scheiße, das ist...
Das, warum war das keine Sneak Attack? Muss ich das mit dem Bogen erst lernen, das zu können? Kann das sein? Ich gönne mir jetzt das Level ab. Upsala. Also die Fallen sind noch schwerer oder was? Na toll. Was erhöhe ich? Leben. Ich glaube, ich brauche mein Leben mal ein bisschen höher, ne? Aber was habe ich in den letzten Male immer schon geskillt? Ich weiß das gar nicht mehr. Schon eine Woche her. Nee. Habe ich das gelernt? Wartet mal. Habe ich Archery schon? Halt. Hä? Ranged. Ach, da war's doch. Ranged Weaponry. Genau. Wartet mal. Ich habe hier meine Liste mit den ganzen Skills, die jetzt neu sind, wo man an den Dingern gar nicht erkennen kann, was was ist. Warte mal, habe ich Schmieden schon? Bei Schmieden möchte ich auf jeden Fall skillen. Ja. Hatte ich das nicht hier gerade? Smithing, genau. Smithing, Craftsman. Das Verbessern von Waffen ist 25% besser und gerade das will ich lernen. Ja, nehmen wir das. Okay. Okay, 25% besser. Fuck, Mann. Ah. Das gibt's einfach nicht. Was habe ich für ein Pech eigentlich? Mach die Fackel weg. Schon. Warum geht ihr nicht dort lang, wo ich bin? Ach, komm zu mir. Haut er ab? Komm schon, komm mal näher zu mir. Stimmt, ich habe auch Gifte, jetzt wo du es sagst. Oder? Ja, Frostbissgift. Besser als nix. Ich weiß, die sind blind und die hören dafür besser. Das ist ja das Problem. Dafür hören die gut. Ja, toll. Greif an. Block, haut der da einfach durch, ne? Das Arsch. Ausdauer. Ich war schneller. Hau ihn kaputt. Nein. Boah. Was ist denn das? Blutungsschaden oder so? God damn it. Okay, nehme ich. Der ist ja auch viel wert. Krass, warum sind die so viel wert? Ja, Level up, King. Ich vergesse es immer, das währenddessen zu machen. Boah, ist das viel Rüstung. Selbst für mich. Sind die Fallmeerschwerter besser geworden? Moment mal. Was macht denn meiner? 20. Und das Fallmeerschwert ist stärker? What? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, so. Health erhöhen, genau. Jetzt wieder, mein Plan war ja schmieden. Genau. 25% besser die Waffen verbessern, okay. Alex, hast du keinen Heilzauber? Ich glaube nicht. Nö, der war keiner beim Händler. Deswegen habe ich echt Glück gehabt. Hä? Das ist ein Sparks Crystal Skin. Ach, meine Crystal Skin habe ich wieder vergessen. Genau, die muss ich mal wieder anschmeißen. Diese Architektur, ne? Ist das ein einzelner Fall mehr gewesen? Ist das schon die ganze Höhle? Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt.
Freust du dich auf Assassin's Creed Syndicate? Ja, das sieht bis jetzt ziemlich, ziemlich cool aus, wenn ich ehrlich sein soll. Bis jetzt, ach du Scheiße. Ja, hier ist kein Licht. Fall mehr halt, die brauchen kein Licht. Ist nur logisch. Namt Magwurm, hey, du warst lange nicht mehr dabei. Und Huxul auch da, sehr schön. Boah, ohne Licht sehe ich hier gar nichts, ne? Ein Fallmeerbogen. Schaurus-Eier, das war wieder auf Deutsch, ganz komisch. Irgendeine Mods macht ja noch Probleme. Mir egal. Was ist eigentlich mit denen? Selbst die Pfeile machen mehr Schaden von denen. Und Bogen, 16, 23, da ist mein Aschen-Longbow immer noch besser, immerhin. Irgendwas hat mich da gerade fast entdeckt. Irgendein Viech muss das sein, irgendein kleiner Gegner. Oder nicht Gegner, das meine ich. Das irritiert mich. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Was zum Teufel? Paradise Halls? Nö, sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Okay, ist das doch die ganze Höhle? Nee. Okay. Jetzt geht's endlich mal weiter. Huh. Nee, Paradise Halls, wie gesagt, sagt mir nichts. Wie gesagt, sagt mir nichts. Die ganzen Zutaten sind immer auf Deutsch. Warte mal, auch in meinem Item? Auch in meinem Fach? Das könnte echt daran liegen, dass das Safe-Game, dass sie sich so gemerkt hat oder so, dass es abgespeichert ist quasi. Daran kann es liegen. Naja, passiert. Haben wir halt ein bisschen Denglisch immer noch drin. Okay. Ich will endlich mal einen Sneak Attack hinkriegen. Nein. Okay, 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 okay. Ich hab nicht genug Mana. Mana. Mana, Mana, Mana. So. Bin ja ein bisschen gegen Zauber geschützt. Komm schon! Nein! Was? Alter! Ach, er ist tot, okay. Brauche ich einen Heilzauber. Staff of Ice Spikes, alter Schwede. Skyrim Slavery Work in Progress? Okay, sagt mir gar nichts. Ach, deswegen Sklaven. Hm. Damn, das Ding ist viel, viel wert. Das nehme ich mit. Schamanenrüstung. Ist die echt besser? Die ist viel besser als meine. Guckt euch mal die Rüstungen an. Hier, Studded Armor 77. Falmer Schamanenrüstung. Warte, wie sollen die denn aussehen? Gut sieht sie aus, würde ich mal behaupten. Mhm. Damn you, girl! Oh ja, und von oben? Ja, ausgezeichnet. Okay, gut. Dann können wir ja weitermachen. Diese Kisten erkennt man auch nicht. Eisen-Nodachi? Noch mehr Schaden. Aber ist das nicht ein Zweihänder? Muss ich mal gucken. Schicker Bauchnabel? Oh ja. So, Moment, halt. Weapons. Iron Nodachi. Ist das nicht zweihändig? Ja. Okay, sag ich doch. Übrigens ist der mittlerweile besser. Favorite, genau. Also mache ich jetzt, warte. Rechte Hand, linke Hand. Machen wir zweihändig. Nein, nein, das wollte ich gar nicht. Nein, nein, nein. Warum ist der Favorite?
Warum? Nein. Hä? Oh, ich hab den Bogen auch zum Favorite gemacht. Oh, ich bin total durcheinander. Alex, du bist ja gut gebaut darin. Ich das wäre. Ich hoffe, er macht dann beides. Ich glaube, er merkt sich das. So. Kairostar, du hast nicht viel verpasst. Das kann ich dich beruhigen. Ich habe mich aufgeregt, dass das Spiel nicht funktionierte. Hatte laute Abstürze und Bugs und hast nicht gesehen. Und jetzt klappt endlich wieder alles. Oh, ich glaube, ich bin mit der Höhle durch. Okay. Gut. Oder kommt jetzt noch eine neue Grotte? Mal gucken. Ab zur nächsten Höhle. Okay. Okay. Gucken, ob ich das hier schaffen kann. Also da rechts waren schon mal zwei. RPG Hero 3. Nein, tut mir leid. Ich habe noch keine Modliste. Die werde ich noch nachreichen. Auf die Schnauze kriege. Vergiss es. Ich hau da ab. Ehrlich gesagt, ich hau da ab. Ja. See you later, bitches. Ehrlich, also das brauche ich mir gar nicht erst antun. Nee. Also Falmer auch noch nicht mein Ding. Toll. Gibt's irgendwelche Gegner, mit denen ich mich anlegen kann? Oder sollte ich erstmal in die Stadt zurück, meine Waffen jetzt verbessern, jetzt wo ich das gelernt habe? Das wäre schon mal ein Plan, oder? Ich glaube fast schon. Vor allem will ich ganz dringend Schmieden skillen, aus dem folgenden Grund. Meltdown. Zusammen mit dem Complete Crafting Overhaul hat man nämlich dann jetzt auch die Möglichkeit, die Sachen, die man hat, runterzuschmelzen. Dass man es mit einem Perk erst freischalten muss, finde ich ehrlich gesagt eine super gute Idee. Finde ich viel fairer. In die Stadt zum Jarl. Ja, ist eine Möglichkeit. Vielleicht komme ich so an ein paar Items und Ausrüstung und Geld und so. Wirst du erst Unity oder Rogue spielen? Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich noch gar keinen von irgendwelchen Teilen. Muss ich dann gucken, dass mein Geld und so weiter sagt, wie viel die dann kosten und so weiter. Was sagt die Ladezeit? Die ist aushaltbar. Die ist definitiv aushaltbar. Die Performance ist viel besser. Ich habe nur ein bisschen was runtergestellt. Ein bisschen die Draw Distance. Und ein bisschen das Anti-Aliasing runter. Und zack. Schon läuft's hier. Okay, dann gehen wir doch mal hier hin. Gab es nicht früher ein Banditencamp irgendwo? Nördlich von der Stadt? Dachte ich immer. Ja, nördlich davon. Genau, dort in der Gegend. Da ist unser Banditencamp. An das kann ich mich noch gut erinnern. Okay. Wo ist denn null Blut und Gore? In welches Spiel wurde schon wieder geschnitten in Deutschland? Passiert ja regelmäßig, aber... Wölfe! Und sie greifen sogar den armen Typen da hinten an. Erwischt! Ah, habe ich dich geschützt? Wie ein Meister habe ich dich geschützt. Na, Nebelmonster. Oder Takuno? Takuno! Ah, moin. Ein Farmer. I was born and raised in Skyrim, but the Nords treat us like dirt. Join the Imperial Legion. Ja, das kennen wir ja schon. Er redet über Fallout 3. Achso, ja, das war wirklich heftig geschnitten. Leider. Aber das Wettersystem ist so toll, dank der Mods. Guck dir das an, wie schick das jetzt aussieht. Herrlich, realistisch. Schick. Dazu die Geräusche und alles. Oh, herrlich. Ich bin vielleicht richtig kuschelig hier drin. Oh, ich bin zu schwer. Da geht's los. Die Pelze nehmen langsam das ganze Gewicht hin. Habe ich noch Essen? Das zum Beispiel kann schon mal weg.
Das Falmer-Schwert, nee. Falmer-Kriegsaxt. Die ist noch mehr wert. Nee. Hä? Doch, sie ist mehr wert. Schmeiß ich den weg. Falmer-Helmet. Der Helm ist übrigens auch besser. Oh Mann. Warte mal, war das Light Armor? Ja, das ist Light Armor. Imperialer leichter Helm. Den kann ich noch halbwegs verticken. Warte mal, ich. Die Studded Armor. Ne, ich schmeiße den Helm weg. Müsste reichen. Ja, okay. Ah, damn. Dafür, also die Falme haben Geschmack von Rüstung, würde ich mal behaupten. Oh ja. Zusammen mit dem Helm? Ich nehme das wieder zurück. Ich nehme es wieder zurück. So, jetzt muss ich also erstmal zu einer Schmiede. Von daher rennen wir einfach zu Weißlauf durch. So. Alex, spielst du Enderal? Ich habe da schon so oft von gehört. Keine Ahnung, noch nicht geplant, nichts dergleichen. Ich meine, ihr seht doch, wie voll mein Kanal ist. Dann kommt ab Dienstag dann auch pünktlich zum Release Witcher 3 dazu. Von daher, ich habe erstmal genug zu tun. Aber ich bin nicht froh, dass jetzt endlich die Performance läuft. Endlich. Vielleicht hat das mein PC auch ein bisschen sehr in die Knie gezwungen, die Performance immer, ne? Das könnte schon Sinn machen. Andy geht um 10 duschen, das ist interessant. Hast du dir das gut und reiflich überlegt, ob du wirklich um 10 duschen willst? Nicht lieber um 10 nach 10? Ich würde darüber nachdenken, das ist eine wichtige Entscheidung sowas. Das kann man nicht mal einfach so machen. Achso, das war Holz. Ich dachte eben, das wäre ein Erzader oder so, hätte sein können. Dann ist gut, wenn Enderal noch ein bisschen Zeit braucht, bis es rauskommt. Damit kann ich leben. White Run Stables. Ja, ich werde jetzt nicht ein Pferd stehlen. Da ist mir gerade nicht nach. Hallo, na ihr Hübschen? Alles gut bei euch? Hoffe ich doch. Ab nach Weißlauf. Ah, und das Feuer dank der Mods. Einfach nur schön. Was sagt die Aussicht? Die Aussicht sagt alles bestens. Fantastisch, so will ich das doch hören. Ach ja, stimmt, man muss hier immer so umständlich drum herum laufen. Mann, ist das lange her. Halt! City is closed with the dragons about. Official business only. Ach ja, stimmt. Kann ich dich überzeugen? But we'll be keeping an eye on you. Überzeugt habe ich dich. Mit meinem Sexappeal, ne? Da kannst du nicht nee sagen, bei der hübschen Dame. Verstehe ich sofort, mein Freund. Was sagst du zum neuen Deus Ex? Es gibt noch nicht viel zu erzählen. Da fehlen noch Infos, kann ich viel zu sagen. Und Invisible War werde ich wahrscheinlich nie spielen. Da habe ich kein gehobenes Interesse dran, wenn ich ehrlich sein soll. Warum ist mein Chat weg? So, da ist er wieder. Ich habe Zoes Brüste nicht kleiner gemacht, nö. Eigentlich nicht. Groß waren die aber auch von Beginn an nicht. Skywind klingt toll, ja, definitiv. Ja. Ja. Come on. Es ist nur Weißlauf. Ich habe eine Animation installiert, Marcel. Also ich fasse nicht an die Brüste, sie fässt sich ja hier. Schlüsselbeinmäßig fässt sie sich ja hin. Ach, geht doch. Oh mein Gott. Die Performance, what the fuck, was ist denn hier los? Dammit. Okay, zu viele Feuerquellen und zu viel alles. Wow, mein PC wird gerade echt in die Knie gezwungen, Wahnsinn. Nein, noch nichts Neues von der Modliste. Was erwarte ich von Witcher 3? Alles, großartig, großartig, super toll. Wird. So. Was brauche ich denn?
Ich brauche Chaurus-Chitin, brauche ich. Ach du Scheiße, um die Feuerschwerter zu verbessern, okay. Macht irgendwie Sinn. Dann Rüstung kann ich genau dort verbessern, wo sie gerade steht. Ja, geh mal weg. Dankeschön. Wie das aussieht von hier, ne? Jetzt brauche ich wieder Leder. Habe ich jetzt übrigens, kann ich jetzt endlich mal Leder herstellen, so wie ich das gehört? Weil letztes Mal konnte ich das ja irgendwie nicht. Da konnte ich immer nur die Streifen herstellen und nie das wirkliche Leder. Jetzt geht's. Hä, warte mal. Leather added. Jetzt auf einmal geht's. Letztes Mal ging das nicht. Da war die Mod kaputt, ne? Ihr erinnert euch, da kann ich nur Lederstreifen herstellen, von denen ich 3 Milliarden auch habe. Okay, aus dem Wolfpelz, ja. Aber ich will erst was anderes gucken. Erstmal gucken, was ich herstellen kann. Halt, nein. Ich will schon, dass man das von außen sehen kann. So. Jetzt werden auch die ganzen Objekte auch angezeigt, wie es soll. Wow. Ist dasselbe... Naja, ist ein bisschen stärker, das Schild, aber schick, oder? Sehr schick. Weil ihr seht, Complete Crafting Overhaul sorgt ja dafür, dass ich auch für die ganzen Items teilweise ganz, ganz andere Rüstung brauche. Oder ganz andere Ingredienzien. Hier, für diese Rüstung brauche ich zum Beispiel noch einen Wolfpelz zum Herstellen. Und Elchhaut. Nicht nur die Lederstreifen. Das haben sie anders hingekriegt jetzt. Finde ich eigentlich ganz cool. Leder. Nee. Was ich schade finde, dass man dort nicht sehen kann, ob die Rüstung besser sind als die eigenen. Alles klar, Chief. Bis später. Mach's gut. So. 127. 62. Die sind 23 jeweils, okay. Eisen sind ja nur schwere Sachen. Ja, alles nur Heavy Armor, oder? Natürlich auch Waffen immerhin. Das ist mal ein langweiliger Schild, oder? Oh, naja, ohne Logo macht irgendwie Sinn. So. Schöne Pike, schöne Halbert. Geil. Machst du mal einen TS oder sowas? Vielleicht irgendwann. Mal gucken. Kurzspeer. Ganz wie früher. Painted Iron Shield. Stormcloak Longbow. Naja, der ist schlechter, ne? 22, ich glaube, das ist. Oder gleich stark. Genau. Dann habe ich ja durch den einen Mod, kann ich den jetzt schon herstellen. Warum auch immer. Den Flammenatto nach Kyras. Schon schick. Bonehawk Ring, okay. Das ist mal ein schicker Ring, verdammt nochmal. Dann solche Helmdinger zum Aufsetzen. Building Materials. Ein Scharnier. Okay. Iron Fittings. Ein Schloss kann ich herstellen? Okay. Ist das für später? Für sein Haus? Braucht man das? Nägel? Bestimmt später fürs Haus. Ja, Building Materials natürlich. Ah, okay. Jetzt macht's Klick. Ich kann mir auch eine Augenklappe herstellen. Arr! Wisst ihr was? Ich stelle mal eine her. Ich guck mal, ob das derselbe Slot ist wie der Helm oder ein eigener, weil durch die Mods gibt es ja viel mehr Slots. Yo. Geil. Da, Augenklappe. Findet ihr sie jetzt hübscher? Sieht sie jetzt besser aus? Herrlich, oder? Nein. So. Alex, die Augenklappe kann man verzaubern und die Nägel sind für ein Haus, das man bauen kann. Okay.
Klar, Rüstung kann man verzaubern, das weiß ich auch. So. Und hier können wir uns auch was um die Schultern legen. Finde ich auch ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Alles klar, Zerex. Schade. Mach's gut. Danke fürs dabei gewesen sein. Das ist eine Kapuze, die ich, glaube ich, unabhängig vom Rest auch tragen kann. Oder sowas. Testen wir mal, wie das aussieht, oder? Passt leider nicht zur Rüstung, ne? Und die schimmert so doll. Muss das sein? Sieht komisch aus. Schade. Halt, ne, die ist müssen was wert. Halt, 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 die hat 100 wert. Oh, hallo. Irgendeine Mod hat irgendwie Probleme manchmal, glaube ich, hier. Manche Shimmerings und so. Torch Bright. Man kann sich noch hellere Fackeln kaufen, okay? Das sind mal Masken, ne? Wunderschön. Tribunal Handschuhe. Wow. Einfach nur zum Anziehen, einfach nur zum Angucken. Sehen bestimmt schick aus. Wahrscheinlich. Okay, gut. Na gut, dann, doch, warte, warte. Ach, Vivi, stimmt, du hast ja Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und natürlich auch an den guten Kevin, natürlich auch, Salty, wie alle, auch dir alles Gute. Das ist kein Vogelnest. Ich bitte dich. Hab mal ein bisschen Respekt vor der Dame. Was stelle ich denn jetzt her, um zu skillen? Gott, die kosten alle jetzt immer alle so viele Sachen, ne? Ich glaube, die Bracers sind immer noch Fur Bracers. Ne, dafür brauche ich Elchhaut. Wahnsinn. Nicht mehr so leicht zu skillen wie früher. Warte mal, Leder. Ne, ist. Nee. Ach, Alex, macht Zoe nicht zu einem Werwolf. Es wäre nicht fair, wenn sie sich zweimal im Monat in eine blutrünstige Bestie verwandelt. Ja, Langweiler. Das war der gute, liebe Scouter. Krasser Kerl, ne? Hat da ganz schön was reingehauen. Ich überlege auch schon, ob ich lieber auf ein Schild gehe, weil ich finde Schilde ehrlich gesagt ziemlich toll. Ne, konnte ich auch nicht. Trotzdem alles Gute, Vivi. Nimm's doch an. Dann sage ich dir nie wieder alles Gute. So, das hast du davon. Zwei Feuerholz brauche ich? Moment mal. Hier ist doch Feuerholz bestimmt nicht weit weg, oder? Ah, wir haben hier einen Schmelzofen. Saugut. Endlich. Holz? Ich kann Kohle herstellen. Auch gut. Iron? Oh Gott, warte mal. Man wird ja irre von hier außen. Moment. Von innen, meine ich, wird man irre. So. Eisen-Ingots. Woraus mache ich denn das? Kann ich jetzt schon herstellen, cool. Aus meiner Rüstung, die ich davor hatte, okay. Kann ich doch schon Sachen einschmelzen? Ich dachte, das geht noch nicht. So. Stahl kann ich auch schon schmelzen, okay. Warum kann ich das alles schon? Das ist seltsam, oder? Ich glaube, da stehen sich die Mods doch ein bisschen im Weg irgendwie. Ich glaube, ich kann nur gewisse Sachen kann ich schon runterbrechen auf Eisen. Glaube ich, das kann jeder wahrscheinlich. Und der Rest ist dann Stahl und so weiter. Elven, Orkisch, Ebony, Glass, Michelinus. Aus meiner Augenklappe kann ich wieder ein Goldstück machen. Toll. King. Darauf höre ich nicht mehr. Ich glaube, ich gehe doch lieber auf Schild. Ist mir dann doch lieber. Boah, also erstmal Feuerholz, okay. So.